Vielen Dank, Herr Motti, für diese klare Darstellung. Und ich bitte gleich die anderen zu mir. Ich muss Ihnen jetzt die Frage auch noch stellen, die ich vorher allen gestellt habe. Glauben Sie denn, dass wir mit den technologischen Veränderungen jetzt vor einer historischen Zäsur stehen oder nicht? Ja, ich glaube, wie erwähnt, ja, wir stehen vor einer von großen Änderungen. Aber wenn ich zurückschaue in die letzten 30, 40 Jahre, als ich angefangen habe im Bankgeschäft, ich kann mich gut erinnern, noch als Lehrling, aber konnte ich, was mich nachher zu Banking getrieben hat, in der FX-Abteilung der Bank arbeiten. Und dort hat man, und ich durfte schon als jüngerer Lehrling mitmachen, und ich habe Currencies gekauft und verkauft durch ein Telex. So, nur um das zu sagen, und wir haben gejubelt, als eine Faxmaschine zur Verfügung gestanden ist. So, nur um zu sagen, dass Banken waren immer bereit für technologische Wandel. Und einfach, wenn ich zurückschaue, wir waren immer große Benutzer der Technologie. Was vor uns steht, ist nur weiterhin eine Möglichkeit, das Gleiche zu machen mit anderen Mitteln. So, ich sehe als eine riesige Chance, auch weil in vielen Bereichen der Bank ist heute das gewisse Jobs sind nicht so interessant geworden. Und sagen wir so diplomatisch, weil es geht um Prozesse zu führen ohne große Know-how, und es gibt viele ausgebildete Leute, die einfach über Zeit frustriert werden. Und ich denke, künstliche Intelligenz, Technologie wird diese Jobs vielleicht zum Teil eliminieren, aber die Leute, die gut ausgebildet sind, können sich fokussieren auf Jobs, die viel interessanter sind. Also auch nicht wirklich eine historische Zäsur. Wir sprechen aber jetzt eigentlich nicht über die historische Zäsur, sondern wir sprechen über die Frage, hat Swiss Finance ausgedient, ja oder nein? Ihre Position haben Sie sehr klar dargelegt. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an sozusagen. Sie haben drei klare Dinge gesagt am Schluss, auf die werden wir eingehen. Ich möchte jetzt die anderen Leute bei mir hier auf dem Podium begrüßen. Neben mir sitzt Christina Kehl. Sie ist Vorstandsmitglied und Geschäftsführerin des Verbandes Swiss Finance Startups, SPF, den Sie 2014 auch selber mitbegründet haben. Sie wurden bekannt als Gründerin und als Gründerin des Versicherungsmaklers, des Handy-Versicherungsmaklers NIP, den Sie inzwischen verkauft haben. Sie sind heute Studienleiterin eines Lehrgangs bei der HWZ. Und Sie sind im Bundesrätlichen Beirat für digitale Transformation. Bevor wir in die Tiefe gehen, auch noch rasch von Ihnen, stehen wir vor einer historischen Zäsur, ja oder nein? Ich möchte eigentlich nur ein Ja oder ein Nein hören. Ausholen können wir nachher. Ich würde sagen ja. Klappt das mit dem Mikro? Ja. Ich würde sagen ja. Vor allem, weil die Kunden den Wandel diktieren. Und das ist neu. Okay. Dann haben wir ebenfalls auf dem Podium Tobias Straumann. Er ist Titularprofessor für Geschichte der Neuzeit und lehrt Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftspolitik in Zürich und Basel. Seine Spezialgebiete sind die europäische Finanzordnung, die Wirtschaftskrise der 30er Jahre. Sein letztes Buch befasst sich aber mit der Wirtschaftskrise und dem Aufstieg von Hitler. Auch eine große akademische Karriere, der Fokus immer auf der Wirtschaftsgeschichte. Auch noch mal kurz der Rückblick. Stehen wir vor einer Zäsur, ja oder nein? Bis jetzt sehe ich es noch nicht. Ja, Kollege von Joachim Voth. Das heißt, Sie dürfen es nicht anders sehen? Nein, ich würde einfach sagen, das hat ja Herr Motti auch gesagt. Ich meine, wir reden seit 20 Jahren über die Digitalisierung. Es ist unglaublich viel passiert. Und bis jetzt habe ich noch keinen Strukturwandel gesehen, wo man sagen müsste, die etablierten Banken verschwinden. Also meine, wenn schon, würde ich sagen, die Etablierten werden eher gestärkt, weil die Investitionen so hoch sind. Also Sie haben ja gesagt, 3 Milliarden pro Jahr. Also vielleicht in Nischenmärkten ist da eine Veränderung möglich, aber bis jetzt sehe ich das nicht. Also wir sind doch eher beim Nein, so übers Ganze gesehen. Aber sprechen wir jetzt über die Schweiz. Sie haben ganz klar gesagt, smarter regulieren, stärker integrieren und rascher digitalisieren. Das sind eigentlich Ihre drei Dinge, die Sie uns mitgeben, auch für die Diskussion. Frau Kehl, Sie sagen,
Der Finanzplatz Schweiz muss agiler, mutiger, moderner, offener werden. Ist dir das alles heute noch nicht? Der Finanzplatz ist, glaube ich, sehr traditionell. Wenn ich mir die Banken, die Versicherungen angucke, und Finanzplatz ist für mich beides, da gehören mittlerweile eben auch Fintech-Startups dazu, und alleine wenn ich mir unsere Mitgliederbasis angucke, ist das nicht nur Banking oder PFM oder Mobile Banking, sondern wir sprechen da über Cyber Security, RegTech, eine riesige Bandbreite an Themen. Und wenn ich das vergleiche, und das sehe ich eigentlich jeden Tag in meiner Arbeit, wir haben zum einen die großen Tanker und auf der anderen Seite die kleinen Schnellboote. Und im Moment passiert beides im Markt. Das heißt, der Finanzplatz ist nicht einheitlich. Es ist nicht nur das eine oder das andere. Es vermischt sich gerade. Und die Frage ist einfach, wer wird die Zukunft bestimmen? Und ich glaube auch, dass große Finanzinstitute definitiv eine Zukunft haben können. Aber ich glaube, sie müssen sich sehr genau überlegen, wie sie sich positionieren wollen. Vor allem, und das meinte ich vorhin mit historischer Zäsur, dass auf einmal der Kunde einer Bank oder einer Versicherung fast schon diktieren kann, wie die Kundenbeziehung aussehen soll. Und das ist ganz neu. Bisher haben immer die großen Unternehmen gesagt, wir agieren so mit dir und so interagieren wir. Und auf einmal, so war es damals bei uns mit Knipp, konnte der Kunde der Versicherung sagen, so jetzt bitte auf dem Weg. Und das ist tatsächlich sehr neu. Und wer das wahrnehmen kann und darauf reagieren kann, der wird in Zukunft sehr gute Karten haben. Und das ist natürlich leichter für kleine Unternehmen, die sehr viel schneller auf dieses Bedürfnis agieren können. Wie gut ist die Schweiz aufgestellt, wenn Sie das jetzt noch quasi umreißen würden? Ich glaube, international ist, wenn wir mal die Konzernsphäre oder die Corporate-Sphäre angucken, noch niemand sehr gut aufgestellt. Da hinkt die Schweiz weder hinterher noch, also wenn es um Fintech geht, da sind wir nicht ganz vorne mit dabei. Auf der Corporate-Seite ist es noch recht einheitlich. Also man hat noch die Chance, international im Konzert mitzuspielen, wenn man das möchte. Wenn ich jetzt wieder zu Ihnen komme, Herr Motti, die Dame sagt, Sie sind nicht sehr gut aufgestellt. Was würden Sie denn darauf antworten? Ja, wenn ich sagen würde, wir sind gut aufgestellt, dann würde ich und die Bank ein großes Fehler machen, ja. Wie gesagt, die Anforderungen stehen vor uns, die sind sehr groß. Wenn ich schaue, zum Beispiel die Art und Weise, wie wir in der Schweiz durch digitale Kanäle uns mit unserer Kundschaft erwirtschaften, wie gesagt, die Hälfte von unseren Kunden nützt schon heute unsere E-Banking. So, ich würde sagen, und wir wissen schon heute, übrigens, man hat immer auch gedacht, in diesem Sinne, digitale Kanäle und Digitalisierung kannibalisiert. Wie ich vorher gesagt habe, diese Kunden machen 17% mehr Geschäfte mit uns. Und wir sind auch in der Lage, weil wir Know-how haben, weil wir groß sind, weil wir profitabel sind, auch mit Fintechs zusammenzuarbeiten, um uns in die Zukunft zu entwickeln. So, ich denke wirklich, dass, und ich denke, dass die jüngsten Entwicklungen, die wir sehen bei Facebook, Google, und wir werden auch andere sehen, zeigt deutlich, dass diese Glaubwürdigkeit der Tech-Firmen und vor allem die Social Network hat an Bedeutung verloren, an Glaubwürdigkeit verloren, und wir haben noch immer etwas zu offerieren. Aber klar, wir müssen fokussiert sein und investieren für die Zukunft. Und das Potenzial ist noch enorm in der Schweiz. Also wenn wir schauen, wir sind nur besser als die Südländer. In Skandinavien ist die Penetration mehr als das Doppelt als in der Schweiz. Aber das ist eine Chance, ist nicht ein Problem. Das ist eine Chance für uns. Wenn Sie sagen, stärker integrieren, rascher digitalisieren, sprechen Sie da, Frau Kehl hat das ja angesprochen, entweder arbeiten Sie zusammen oder Sie arbeiten gegeneinander. Ihre Strategie setzt eigentlich stark auf das Zusammen, weil Sie ja auch mit Startups zusammenarbeiten beziehungsweise selber auf Innovation setzen und investieren. Ja, es gibt nicht viele Kamikazen im Fintech, die gegen die Großen spielen wollen.
Das wäre jetzt die Ressource gewesen, glaube ich. Es gibt, ich kann Ihnen sagen, es gibt pro Jahr oder jeder zwei Jahre machen wir einen Wettbewerb. Es kommen zu uns 600 Fintechs weltweit mit ihren besten Ideen über Fintech. Und übrigens, auf das erste Mal haben wir die 12 Finalisten, davon waren 3 Schweizer Fintech, konnten wir gewinnen. Und wir implementieren selber diese Ideen und viele Fälle vielleicht diese Ideen passen zu mehr zu einer Commercial Banking Approach, die wir nicht haben, oder zu anderen Gebieten. Aber wir können immer gewinnen, weil wir haben Know-how, Kunden und wir arbeiten gerne mit diesen Leuten. Aber wie gesagt, das Problem ist nicht die Fintech, ist nicht, wie wir mit Kunden interagieren. Das Problem im Banking, 2/3 unserer Kosten sind Backoffice. 2/3 unserer Leute sind im Backoffice. Das heißt, sind Leute, die nie einmal mit Kunden sprechen. Und Digitalisierung ist eine Sache von, schlussendlich, man muss Kapital zur Verfügung haben, Know-how, Risk Management, man muss Produkte, Dienstleistungen offerieren, Advice offerieren und muss das Beste sein, aber schlussendlich muss auch der Preis entscheidend sein. Und wo die Digitalisierung eine Rolle spielt, ist die Konkurrenz preismäßig wegzunehmen. Aber die ersten zwei brauchen Sie, um glaubwürdig zu sein. Sie brauchen Kapital und Glaubwürdigkeit und Sie brauchen Know-how. Nur mit Fintechs können Sie nicht weitergehen. Ja, vielleicht können Sie Zahlungen verbessern oder 10.000 Schweizer Franken besser investieren durch einen Mutual Fund. Aber wenn jemand ein Vermögen hat, der über 500.000, 1 Million, 10 Millionen und so weiter, er wird nicht durch Fintechs interagieren. Fintech. Und wir sehen, viele unserer großen Kunden sind Fintechs, Leute, die reich geworden sind. Und die kommen trotzdem zu uns. Und das heißt, irgendetwas gut machen wir schon, oder? Sie sind sehr gelassen, das muss ich schon sagen. Ich habe von Ihnen die Zahl gelesen, im Oktober haben Sie das gesagt, dass über 10 Jahre werden 30.000 Mitarbeiter quasi ersetzt werden durch Technologie. Sie haben von den Robots gesprochen. Wenn ich jetzt quasi, das ist die klare Unternehmersicht, für Sie ist auch klar, Sie wollen vorwärts machen, Sie müssen schneller werden, Sie denken von den Kunden her, Sie denken in Effizienz. Tobias Straumann, was heißt denn das für die Volkswirtschaft? Was haben wir denn da zu erwarten, wenn diese Veränderungen so passieren in den nächsten Jahren? Ja gut, da gibt es 2 Antworten und also ich habe eine klare Meinung, die deckt sich auch mit einem Kollegen David Dorn. Also das wird völlig übertrieben, diese Gefahr der Digitalisierung. Das ist ein normaler Strukturwandel. Natürlich gibt es kurzfristig Verwerfungen, aber gerade in der Schweiz sehe ich überhaupt kein Problem. Ich hätte jetzt für ein Land wie Amerika zum Beispiel, USA, da habe ich Bedenken, weil wir da sehr viele Arbeitsplätze noch haben, wo Routinearbeiten ersetzt werden können. Das sieht man ja jetzt bereits. Während der Schweiz haben wir schon ein sehr hohes Humankapital, wir haben ein sehr gutes Bildungssystem, es ist relativ nahe bei den Berufsfeldern. Also da sehe ich überhaupt nur Chancen, da ist die Schweiz sehr gut aufgestellt. Und das wird gesamtwirtschaftlich auch sehr viele neue Jobs geben und eher tendenziell vielleicht eben auch interessantere Jobs. Aber da sehe ich überhaupt kein Problem volkswirtschaftlich. Nein, Entschuldigung, schauen Sie, ich denke, Sie haben diese Prognose, ist eine Prognose, die kommt nicht aufgrund von meiner subjektiven Beurteilung, kommt aufgrund von vielen Elementen. Wir analysieren Prozesse, aber es gibt auch externe Leute, Berater, die sagen, in vielen Teilen der Banking-Branche, vor allem Zahlungen, Hypotheken und alles, was man könnte sagen, könnte commoditized, wie sagt man auf Deutsch, commoditized, also disintermediert werden. Man denkt, dass man könnte sogar 50% weniger Leute haben, die das gleiche Geschäft machen. Aber jetzt, wenn wir zurückkommen aus der Schweiz, in der Schweiz, erstens, in die nächsten 10 Jahren in der Schweiz werden 500.000 Leute pensioniert. Wenn wir sagen, okay, wir haben ungefähr 5-10%, wir gehören zu 5-10%, das heißt 50.000 Arbeitsplätze in der Schweiz werden verschwinden, als die Leute werden pensioniert. Zweitens, wir haben die Fluktuation, die sowieso in unserer Industrie und in jeder Bereich des Jahres zukommt. Wir haben demografische Trends, die gegen uns spielen. Also in der Schweiz, die Natalität. Wir sind nicht sehr offen für
Zuwanderung, okay? Also neue Migration. So, wir brauchen Technologie, um diese Trends zu kompensieren. Also ich sehe nicht ein großes Gefahr, dass das einfach so. Ich sehe mehr das Gefahr außerhalb vom Banking in andere Bereiche der Wirtschaft. Dort klar. Und deswegen übrigens ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Arbeits- und wir sprechen immer auch von das Gleiche in 10 Jahren. Ganz genau das Gleiche in 10 Jahren. Aber wir werden nicht gleich sein in 10 Jahren. Wir werden wachsen. Deswegen müssen Sie auch doch dazu rechnen, dass ein Teil von diesen 30% wird kompensiert durch Wachsen. Aber was wir verlangen von unseren Mitarbeitenden, sind andere Skills. Und deswegen müssen wir agiler, flexibel, in Weiterbildung investieren. Und übrigens, die Leute selber müssen in Weiterbildung investieren. Wir müssen nicht nur erwarten, dass der Arbeitgeber etwas macht. Die Leute müssen bereit sein, Samstag und Sonntag etwas zu lernen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn Sie schon zwischen Montag und Freitag nichts lernen, sagen Sie. Ja, na, wissen Sie, was bedeutet 765.000 Trainingsprogramme? Wir sind 60.000 Leute in der Bank. Das bedeutet, dass jeder von uns macht 10 Ausbildungsprogramme on average. Okay, schon nur das. So ist, aber wir sind sehr stolz auch auf das, weil wenn wir durch Umstrukturierungen gehen und alles ändert sich für uns und wir müssen leider ab und zu auch Leute entlassen, weil Jobs verschwinden, nicht weil die keine Performance haben. Mehr als 90% von dieser Leute findet innerhalb von 6 Monaten ein anderes Arbeitsplatz, weil die gut ausgebildet sind. Klares Votum. Jetzt hat Herr Motti ja gesagt, die Fintechs wollen ja nicht Kamikaze sein, aber jetzt sieht es ja fast so aus, als ob sie ein Problem lösen würden, der großen Bank. Sehen Sie das auch so? Ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Startups. Die einen Startups sagen, hey, wir wollen sozusagen die Großen angreifen. Das ist insbesondere mit der Reputation im Finanzwesen eher schwierig. Das ist definitiv so zu sagen. Und Andreas Kubli, der auch in der UBS arbeitet, der meinte, Fintech-Startups können auch sozusagen ein Schaufellieferant sein, ja, in einer großen Baustelle, die dann eine neue Funktion übernehmen können. Die Frage ist dann immer, wie können große Unternehmen mit kleinen Startups zusammen 80% dieser Zusammenarbeiten funktionieren nicht. Der Hauptgrund sind die kulturellen Unterschiede. Das ist sehr spannend. Also selbst wenn man Technologie integrieren möchte, klappt das sehr oft nicht. Zum einen eben die kulturellen Unterschiede, zum anderen die Legacy-Systeme der großen Banken und Versicherung. Damals bei Knipp war es so, dass wir die Daten digital den Versicherungen schicken wollten, die Kunden uns freigegeben haben. Und die Versicherungen waren komplett unfähig, mit diesen Daten irgendwas zu machen. Das hat sich bis heute... Technologisch unfähig oder waren Sie von der Regulierung her daran gehindert? Nein, das war regulatorisch gar kein Problem. Das war tatsächlich technisch. Also Sie hatten die Daten gar nicht digital. Und das macht es, glaube ich, für große Unternehmen unglaublich schwer, weil sie extrem viel Geld in ihre alten Legacy-Systeme stecken müssen. Aber dann auf der Innovationsseite, selbst wenn sie wollten, gar nicht können. Weil entweder müssen sie komplett neue Systeme bauen, dann vielleicht eben auch mit Startups. Die Integration in alte Systeme ist aber wahnsinnig schwierig. Also ich glaube, das weiß Herr Amotti besser als ich. Aber das heißt ja eigentlich, es wäre alles da, die Großen sind offen, die Kleinen sind da, aber die Integration klappt nicht. Kann der Wirtschaftshistoriker zu dieser Schwierigkeit etwas sagen? Nein, das kann er gar nicht sagen. Nein, ich möchte mal auf eine andere Zäsur eingehen, die im Referat auch genannt wurde, aber die jetzt noch nicht erwähnt wurde. Ich wäre aber schon drauf gekommen. Nein, der Finanzplatz ist geschrumpft, massiv. Und zwar nicht wegen Fintech oder wegen Digitalisierung, sondern weil das Bankgeheimnis weggefallen ist. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Wie kann man als Schweizer Finanzplatz noch eine internationale Sonderstellung einnehmen? Ich bin da so vorsichtig optimistisch. Ich glaube, das Schrumpfen wird weitergehen und der schweizerische Finanzplatz wird wirklich deutlich in die zweite Liga absteigen. Also es ist schon dran und ich glaube, das geht noch ein bisschen weiter. Ich glaube aber nicht, dass er seine überdurchschnittliche Bedeutung für das Land verlieren wird. Das glaube ich nicht. Aber man muss einfach wissen, seine 100-jährige Epoche ist zu Ende gegangen.
Und ich glaube, das ist viel herausforderungsreicher als die Digitalisierung. Bei der Technologieinfrastruktur war die Schweiz immer relativ gut, vielleicht nicht First Mover, aber wenn die Technologie mal da ist, dann ist man in der Regel sehr solid und hat da dann sogar einen Wettbewerbsvorteil, weil die Sachen wirklich funktionieren. Aber das andere ist natürlich, das ist eine Zäsur. Da ist jetzt wirklich, die Zäsur hat schon stattgefunden. Und glauben Sie denn, dass die Technologie helfen wird, sozusagen diese Schrumpfung aufzufangen, wenn Herr Monti auch von den Kosten spricht und Nein. so? Nein, das ist ja, in allen Finanzplätzen wird ja geforscht und die sind ja alle in einem starken Wettbewerb und selbstverständlich werden die anderen Großen auch vorangehen. Und man muss auch aufpassen, zum Beispiel die New Yorker Börse, die war technologisch immer völlig unterentwickelt. Die hatten ganz lange, bis sie das digitalisiert hatten, während die Schweizer relativ früh waren. Das hat überhaupt nichts an der Bedeutung der New Yorker Börse geändert. Also man muss auch aufpassen, dass man das Gefühl hat, wenn die Infrastruktur besser ist, hat man dann die Nase vorne. Das ist beim Finanzplatz nicht zwangsläufig so. Also Technologie ist eigentlich gar nicht das Wichtigste, sondern die Art und Weise, in welchem Rahmen man arbeiten kann. Und also man muss schon dabei, man muss dabei sein, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass die Schweiz schon dabei ist. Infrastruktur ist die Schweiz teuer, aber sie ist dann sehr gut aufgestellt. Aber das wird nicht das Unterscheidungsmerkmal sein. Mhm. Vielleicht nur, ich bin zum Teil einverstanden, aber schauen Sie mal die Zahlen. Also die Zahlen erklären nicht alles, aber viel. Ich bin einverstanden, dass die Regularisierungsprozesse, das Bankgeheimnis, hat einen Einfluss gehabt auf unseren Finanzplatz. Aber wenn wir schauen, was das für UBS bedeutet, seit der Finanzkrise, wir haben ungefähr Ausflüsse für Regularisierung, die von ungefähr 80 Milliarden. Und wir haben 2,3 Trillionen Assets. Wenn ich auch die US-Assets wegnehme und nur die internationalen, ich spreche über 6-7% weniger als das. Nur das wäre nicht genug, um diese Konsolidierung. Also wenn ich das Gleiche rechne für alle Banken, ist viel Geld, aber ist nicht entscheidend von sich selber. Was hat sich geändert in den letzten 15 Jahren? Hongkong, Singapur waren nicht da. Und dieses Wachstum steht dort, ist dort gebucht. Wir profitieren davon, weil wir vor Ort stehen. Aber viele Banken, die nur in der Schweiz tätig sind, Europa wächst nicht. Und Amerika hat seine Kompetenzen selber entwickelt und ist in Konkurrenz mit uns. Tiefere Zinsen oder Negativzinsen, Regulierungskosten, Risikoappetit der Kundschaft. Es ist ein Zusammenspiel. Diese Situation für Schweizer Bankenkredit. Trotzdem sind wir noch stark. Und wir haben noch eine sehr gute Basis. Aber unsere Kunden sind jetzt, ändern sich auch in die Art und Weise, wie die vor Know-how, was die sehen können. Die Margen kommen unter Druck. Das ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Eine historische Zäsur, die haben Sie angenutzt. Sie wollten auch noch etwas dazu sagen. Ja, ist das für Sie wichtig bei den Fintechs? Spielt das eine Rolle oder ist das für Sie einfach alte Welt, die Sie gar nicht mehr berücksichtigen? Ich glaube, gerade am Finanzplatz, egal in welchem man unterwegs ist, hängen viele Startups einfach noch von den großen Unternehmen ab. Also deswegen ist für die Startups grundsätzlich schon sehr wichtig, was die Großen machen, auch wie offen sie sind, wo sie investieren. Also investiert man nur in 50 Jahre alte Systeme oder investiert man wirklich in die Zukunft? Ist man offen? Ich habe im Vorfeld... des regulatorischen Umfelds, wie Herr Straumann das eben gesagt hat. Das ist noch interessant, weil für viele Fintech-Startups, die auch bei uns im Verband sind, ist Regulation nicht das Hauptthema. Also wir haben natürlich Startups, die ähnlichen dann auch wirklich Banking-Regeln unterliegen und das ist schwierig, ja, weil sie dann natürlich die ähnliche Voraussetzung erfüllen müssen. Das ist für eine 10-Mann-Bude natürlich deutlich schwieriger wie für eine große UBS. Aber ganz viele unserer Startups sind im Finanzbereich unterwegs, ohne dass sie reguliert sind. Also deswegen... Das ist schlecht. Das sind dann Dienstleistungen für den Kunden. Also die halten dann keine Gelder, sondern dann wird zum Beispiel ein PFM-System entwickelt. Das ist dann eben so dieser Zuliefergedanke. Oder wir bei Knip, wir waren zum Beispiel auch der FINMA unterworfen, indem wir 1-2 Versicherungsberater mit einer entsprechenden Ausbildung gebraucht haben. Aber das kriegt auch ein Fintech-Startup hin. Deswegen
für uns ist natürlich wichtig, dass wir gehört werden, auch in diesem Regulationsprozess. Und da sind wir bei einem extrem wichtigen Punkt für mich sozusagen. Denn für Sie, wenn ich Herrn Ermotti da nochmal zitiere, was wäre denn für Sie, für die Startups, smarte Regulierung? Was wäre Ihr wichtigster Punkt? Wir haben letztes Jahr durch die Fintech-Regulation von Uli Maurer einen Schritt nach vorne gemacht. Das heißt, da wurden wir auch zum ersten Mal wirklich gehört. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Es ist natürlich für uns in der Interessenvertretung ziemlich schwer, gegen die Großen, auch wenn es um Lobbying geht, sozusagen unsere Stimme in Bern gehört zu verschaffen. Das ist ein Riesenpunkt, weil die sind im bundesrätlichen Beirat, also von daher sind Sie sehr nahe dran. Das ist richtig, da habe ich auch Bern deutlich besser kennengelernt und bin ganz oft froh, doch auf der Unternehmerseite zu sein. Aber das muss man, es ist wirklich sehr schwierig, wenn man ein Startup führt, dann auch noch politisch aktiv zu sein. Und das darf man nicht unterschätzen, das darf auch Bern nicht unterschätzen, wenn man möchte, dass diese Innovation, die innovativen Menschen dabei sind und auch Innovation gehört wird und gefördert wird und eben auch beachtet wird im Rahmen von Regulation, dann muss man sich überlegen, wie kann man das sicherstellen, dass diese Menschen sich entsprechend artikulieren können. Weil, nehmen Sie... Haben Sie den Verband gegründet? Zum Beispiel, genau, ja. Ich denke nicht, dass wir solche große differenten Ziele haben. Aber ich meine, wir waren auch sehr froh, dass wir dürften endlich auch ein Konto eröffnen zu können für unsere Kunden online, ohne dass der Kunde in der Bank kommen muss. Also wir haben nichts zu verdienen. Einfach nur klarzustellen, dass durch das dieser digitalisierte Prozess, den wir auch haben, und wir haben es selber und auch mit Fintechs entwickelt, können wir jetzt umsetzen in der Filialen, um das Prozess besser zu machen für die Leute, die trotzdem in eine Filiale gehen können. Aber auf der anderen Seite, wir müssen auch klarstellen, dass nicht nur, weil sie klein sind, dass sie ins Geschäft, in ein reguliertes Geschäft reinkommen können, ohne die gleiche Regel zu folgen. So, deswegen brauchen wir sogenannte Regulatory Sandbox, wo wir alle das Gleiche prüfen können, ohne dass jemand einen Vorteil oder einen Nachteil hat. Weil also die große Alibaba, Tencent, Apple Pay, alle diese Leute sind im Bankengeschäft reingestiegen, ohne eine Banklizenz zu haben. Okay, ist das gut? Mal schauen während der nächsten Krise, ob das gut ist. Schön ist ja, Sie beide sind sich in der Frage einig, deshalb komme ich jetzt nochmal zu Ihnen. Sie haben die Regulierung, ja, Sie haben die große Zäsur ja schon angesprochen und eine Folge dieser Zäsur ist ja auch die Regulierung, von der ich annehme, dass Sie das angesprochen haben, eben nicht viel Regulierung, sondern smarte Regulierung. Wie ist denn Ihre Einschätzung, wo die Schweiz heute steht? Kritisiert wird ja insbesondere der Swiss Finish, Sie haben das auch angesprochen, nicht mehr als die anderen. Ja. Ist das richtig? Ist das gut? Also ich bin bei den Eigenmitteln und bei der Liquidität bin ich schon der Meinung, dass wir etwas strenger sein sollten. Aber es ist klar, es ist sehr viel reguliert worden, dass das nur kostet und nichts bringt. Ideal wäre, wenn man eine ganz schlanke Regulierung hat, wo man sich eben auf Eigenmittel, Liquidität beschränken würde, dort aber relativ streng ist und beim anderen ist man sehr liberal. Das Problem ist, das geht fast nicht, weil wir ja diesen internationalen Regulierungsdruck haben, jetzt wieder bei MiFID II, oder? Da müssen wir irgendwo etwas tun. Und es ist generell, ich finde, eine Misere der heutigen Zeit, dass wir einfach dauernd diese internationale Regulierung haben und fast keinen Spielraum mehr für eigene Lösungen haben. Und die Schweiz ist vielleicht auch nicht besonders geübt, darin eben auf diese internationalen Regulierungsschübe sehr gut zu reagieren. Wir übernehmen zum Teil fast zu viel und eben zum Teil regulieren wir noch zu viel nach. Aber ich finde, da sind wir uns wahrscheinlich nicht ganz einig, Herr Motti und ich, aber ich finde natürlich, bei den Eigenmitteln und der Liquidität sollten wir strenger sein. Die Bilanzsumme der beiden Großbanken ist immer noch doppelt so hoch wie das BIP. Und es ist viel passiert, also das sind große Fortschritte erzielt worden, das muss man auch anerkennen. Aber wir wissen nie, wie eine Krise verläuft und deswegen muss man entsprechend halt vorsorgen. Macht denn die Regulierung, wie wir sie jetzt haben, macht die aus Ihrer Sicht den Finanzplatz stärker oder schwächer? Ja, es kostet natürlich, aber ich glaube, es macht ihn schon stärker. Das war schon ein Schock, dass plötzlich eine Schweizer Grossbank vom Staat gerettet werden muss. Das war vorher eigentlich nie, nur schon im Bereich des Möglichen. Wir waren ja alle, die meisten, glaube ich, waren überrascht, noch im Frühling 2008 hat die UBS auf dem Markt
Kapital beschaffen können. Problemlos. Und dann ein halbes Jahr war es schon vorbei. Also das ist schon ein Schock. Und ich glaube, es hat vielleicht jetzt nicht mehr diese Wirkung, aber das sollte natürlich nicht mehr passieren. Und wenn das nicht mehr passiert, ist das sicher ein Vorteil. Und deswegen eben bei den Eigenmitteln, Liquidität, würde ich auf keinen Fall runtergehen, sondern eher strenger sein und versuchen, dort, wo es geht, möglichst auszumisten und Compliance bitte runterfahren. Das kostet wahnsinnig. Und, kann auch Fintech nicht lösen, wahrscheinlich. Nein, es hat einen Perfektionsgrad erreicht, der einfach nicht mehr ganz adäquat ist. Das nur um klarzustellen, ich habe nie für weniger Regulation gesprochen. Ich habe mich gegen mehr Regulation. Ja. Und wenn Sie diese... Für eine bessere, wenn Sie das präzisieren. Also nicht für mehr gesagt. Und dann klar smartere. Und wir können gerne über das unsere Bilanzsumme gegenüber dem BIP, aber wenn ich sage, dass die 5 Großbanken in Großbritannien sind 2,5% der BIP und die 2 Großbanken in der Schweiz sind auch 2,5% der BIP. Wenn ich schaue, der Prozentsatz der Kantonalbanken gegenüber das eigenes Kanton, gegenüber dem BIP, oder als gemeinsames Exposure gegenüber dem BIP, diese Diskussion sollten wir auch führen. Das ist klar, das ist kein Widerspruch. Dieses ist vielleicht ein Wert, der wichtig ist, aber wenn wir schauen, unsere Bilanzsumme heute ist 60% tiefer als vor 10 Jahren. Wir haben 900 Milliarden auf der Bilanz, davon sind 200 Milliarden Cash. Okay? Und wir haben inzwischen 80 Milliarden verlustabsorbierenden Kapital. Wollen wir noch mehr? Ja, wir können noch mehr. Aber Sie müssen dafür bezahlen als Hypothekernehmer. Und wir müssen uns klar sagen, was sind die Kosten? Wir kommen sehr bald auf das gleiche Niveau, wie zu sagen, möchten Sie zweimal eine Krankenkassenversicherung haben, so dass im Fall eine Pleite geht, dass wir eine zweite haben. Das können Sie immer machen, wenn Sie wollen. Aber Sie müssen dafür bezahlen. Ja, klar. Ich möchte gleich zu Ihnen kommen. Ich kündige das jetzt schon mal an. Aber trotzdem noch mal bei der smarter Regulierung. Haben Sie ein Beispiel, von dem Sie sagen würden, wenn wir das schneller und klarer regulieren könnten, mit anderen Worten weniger, dann hätten Sie freiere Hand und das würde dem Finanzplatz Schweiz nützen? Also ich glaube, dass übrigens auch das gesamte Swiss Finish könnten wir behalten, aber anderes umsetzen. Das Swiss Finish ganz am Anfang hat nur geheißen, wir wollen schneller machen und noch mehr Anfragen im Sinne von Kapital als die anderen, weil die anderen werden mitkommen. Die anderen sind mitgekommen, wir sind jetzt auf internationalen Standard, jetzt könnten wir ein Swiss Finish entweder wegnehmen oder definieren als, sollten wir ganz genau schauen, was sind die Risiken in der Schweiz und für Schweizer Banken, im Gegensatz von den Risiken von anderen Ländern und anderen Systemen. Und ganz genau zu machen, was jeder anderes Land macht für seinen eigenen Finanzplatz. Die schauen für sich selber, was das Beste ist. Es ist kein Zufall, dass die Amerikaner keine Basel IV implementieren, dass jeder europäische Land macht, was die wollen mit dieser Implementierung. Und wir müssen einfach nur auf das höchste Niveau bleiben, die Beste sein, aber nicht mehr. Einfach nur klug denken, was sind unsere Risiken und wie wollen wir diese Risiken reduzieren. Und dann Geschwindigkeit. Es war super, dass wir wir wurden erlaubt, ein Konto zu eröffnen online, aber das ist letztes Jahr gekommen. Das hätten wir vor 3 Jahren kriegen können. Weil wir haben seit Jahren und Jahren dafür gekämpft. Und so, Beispiel ist nur, wie schnell können wir reagieren und einfach, aber wie gesagt, ist nicht nur Regulierung. Jetzt, wir können nicht lange Zeit nur über Regulierung. Ist auch Finanzplatz Schweiz, ist Infrastruktur. Was wollen wir machen, sodass wir eine diversifizierte Finanzplatz behalten? Lassen Sie mich da nochmal nachhaken. Sie haben gesagt, stärker integrieren. Und Sie haben von den Backoffice-Kosten gesprochen. Wollen Sie denn damit sagen, eigentlich könnten Sie und andere Banken und die Startups, die vielleicht weniger von dem brauchen, ihre Backoffice zusammenlegen? Oder was schwebt Ihnen da konkret vor?
Ich denke, dass heute, ja, wir sollten in der Lage sein zu denken, ja, vielleicht dieses Startup Greenfield, ein Tag könnte auch sein, ihr solltet denken, was ist Best in Class, wenn kein Best in Class existiert, wollen wir, also ich habe mich auch in der Öffentlichkeit dafür engagiert, vielleicht kann auch da der Staat etwas mithelfen oder nicht, wie wollen wir Infrastrukturen schaffen, die uns erlauben, dass die Wirtschaft wachsen kann oder Rahmenbedingungen kreieren, die das vereinfacht. So, das ist ein gutes Beispiel. 70%, auch 70% mindestens, 2/3 von was wir machen, ist commoditized. Es gibt keine Differenzierungsfaktor. Es sind nur die letzte sogenannte Last Miles oder die letzte Schnittstelle, das Workstation, Advice, Know-how, die eine Entscheidung trifft. Also ein großer Backoffice-Pool eigentlich für die ganze Schweiz. Aber wissen Sie, wir müssen nicht zurückgehen. Vor 20, 30 Jahren waren Banken im Besitz von Börsen und Clearinghouses und alles das Ganze. Und dann wurde das Ganze mehr oder weniger weltweit, in der Schweiz weniger so, verkauft. Und einfach gesehen als nicht unbedingt nötig. Ja, heute haben wir Börsen und Clearinghouses, die mit uns Konkurrenz machen. Ja, heute in der Schweiz haben wir noch, wir sind noch als Banken im Besitz von SIX. Und das könnten wir auch als Vehikel benutzen, um etwas für alle zu machen. Weil die Skalen, also wir können M&A machen und das, diese Skaleneffekt kreieren. Aber schlussendlich, wenn Sie M&A machen, Sie sparen nicht nur Kosten, Sie verlieren auch Erträge, weil Beziehungen werden anders sein, Kunden gehen weg. So, wie können wir einfach die Scale zur Verfügung stellen für größere und kleinere, ohne unbedingt immer M&A zu machen? Mhm. Ihre Meinung dazu? Sie wurden angesprochen mit einem Tool, glaube ich, wenn ich das so nennen darf. Mit einem was? Mit einem Greenfield, was sagen Sie? Ja, Greenfield Approach, ja. Also wenn man in der Schweiz ein Backbone-System hätte, auf dem Banken, Versicherungen, nennen wir es mal den ganzen Finanzplatz, wenn er darauf laufen würde, was ich im Moment für sehr unwahrscheinlich halte, dass das passieren wird, dann wäre das für Startups sicher sehr gut, weil wenn man Greenfield baut, dann baut man natürlich für die Zukunft. Dann würde man jetzt wahrscheinlich mit Open APIs bauen, also mit offenen Schnittstellen, dass eben diese Interaktion, diese Möglichwerdung einer Value Chain, wie ich glaube, dass der Finanzplatz der Zukunft aussehen wird, der wird dadurch möglich. Und wenn man das zum Beispiel über eine SIX oder über einen zentralen Player regeln könnte, dann könnten da natürlich Schweizer Startups, aber auch internationale Startups andocken. Der Kunde könnte entscheiden, mit wem er arbeiten möchte. Da bin ich mir nicht sicher, wie die großen Institute das wirklich fänden, wenn es da diese Transparenz und auch einen gewissen Kostendruck gäbe. Aber es würde, glaube ich, die Schweiz definitiv nach vorne bringen. Sie sagen, es ist nicht realistisch. Ist es realistisch? Ganz kurz, was Sie vorschlagen? Man muss, wenn ja, in welchem Zeithorizont? Man muss ab und zu unrealistische Ziele setzen, um etwas zu erreichen. Okay? Wenn die Leute wollen mehr über, weil das ist nicht möglich, sprechen, aber ich sehe keine, der Druck, der zu uns kommt, ist groß. Und wenn wir einfach, und wir haben als Große keine Angst von der Konkurrenz. Also wirklich, wir arbeiten gerne Transparenz und ich denke, dass die Zukunft werden etablierte Player werden davon profitieren und andere werden verschwinden. Klar. Aber wie schon in viele andere Bereiche, ist nicht nur eine Sache, die der Finanzbranche trifft. Ja. Darf ich da vielleicht noch ganz... Ja. Und dann komme ich zu Ihnen. Mhm. Das ist ein sehr schönes Stichwort, auch mal unrealistisch zu sein. Weil ich genau finde, dass das in ganz vielen Unternehmen, egal in allen Industrien im Moment und auch in der Schweizer Politik und auch am Finanzplatz Schweiz fehlt, diese Visionen, diese Strategien für die Zukunft, dieses wirklich nach vorne schauen und Pläne für die Zukunft machen. Es ist alles im Moment sehr technologiegetrieben, also man hängt der Technologie sozusagen hinterher und lässt sich von ihr antreiben, statt zu schauen, wie kann ich die Technologie nutzen, um meine Ziele zu erreichen. Und das ist viel zu wenig definiert und ein gemeinsames Backbone-System könnte ein absoluter USP in der digitalen Welt sein für die Schweiz. Nur ganz kurz, also
Vision, Finanzplatz in der Schweiz immer schwierig. Also ich rede jetzt nicht von der Infrastruktur, das können ja die Player untereinander ausdiskutieren, das geht sicher, aber das finde ich schon wichtig. Man darf in der Schweiz nie das Gefühl haben, der Staat müsse vorangehen und technologisch, das war nie die Schweiz. Sie ist sehr dezentral, die ganze Wirtschaftsgeschichte war immer dezentral, es war nie geplant, es gab viele Spielräume, Wettbewerb. Und der Schweizerische Bund ist nicht so wie Singapur oder Hongkong, wo man von oben wirklich eine schön zugeschrieben, ja, das können wir einfach nicht. Aber wir werden es nie schaffen. Aber das Thema ist nur eines. Was sind die Straßen der Zukunft? Ja. Die Straßen der Zukunft sind digitalisierte Straßen. Und da, also wenn wir, ist es noch gut, wir sind Pioniere mit der Gotthard und die zweite Ruhr und alles. Super. Aber wir haben noch viel zu tun, auch dort. Aber die Straßen der Zukunft sind diese. Und der Staat muss denken, was ist der nächste Straßen der Zukunft? Und dort müssen wir auch gemeinsam mit der Wirtschaft denken, da muss der Staat eine Rolle spielen. Der spielt schon eine Rolle. Weil es ist Infrastruktur. Ja, das ist klar. Ja. Und eine Swiss Cloud zum Beispiel. Also, dass unsere Bankgeheimnis ist verschwunden, ja. Aber die Nachfrage für Diskretionalität, Confidentiality und so ist nicht verschwunden. Können wir etwas in der Schweiz kreieren, eine Swiss Cloud, die nicht abhängig ist von Amerika oder China oder irgendwo anders? Das sind Sachen, die wir studieren müssen, mindestens um wirklich anpacken. Mhm. Weil, also wie Sie haben gesagt, in Singapur hat der Regulator MIS eine Initiative genommen, die kreieren Backoffice und Infrastrukturen, die für alle zur Verfügung stehen. Jetzt, das gehört nicht der Schweiz, aber wir können, Singapur hat von uns sehr viel kopiert übrigens. Auch die Fehler, aber die Fehler haben die nicht kopiert von uns. Ja. Aber wir können auch etwas von denen kopieren und einfach schauen, wie kann man schneller und eine gewisse Richtlinie von der Politik und Staat erleben. Jetzt muss ich zu Ihnen kommen. Wer hat eine Frage, eine Meinung? Ganz hinten, da bitte. Gut, meine Frage ist eigentlich die, was mich stört am Schweizer Finanzplatz ist, dass es immer wieder Skandale und... Entschuldigung. Stehen Sie doch bitte auf, dann sehen wir Sie. Dass es immer wieder Skandale und Bußen in Milliardenhöhe gibt. Meine Frage ist, wann wird dieser Finanzplatz sauber, wann hört das endlich auf und wann kann man wieder volles Vertrauen haben? Danke. An wen richten Sie denn diese Frage? Ja, und wenn Sie eine Priorität setzen müssen? Der historische Besser. Ja, wer möchte denn antworten? Nein, ich meine, erstens muss ich sagen, dass klar, wir haben sehr viel, wir in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, weil wenn Sie schauen, wenn Sie denken, dass ein idiosynkratisches Problem für die Schweiz ist und übrigens für unsere Society, dann haben Sie vielleicht zu viel Fokus nur auf einen Bereich. Wenn ich höre, was passiert im technologischen Bereich, zuletzt im Autobereich, in Ernährungsmittel, im Pharma, so, wir müssen aufpassen, dass wir die Bad Boys, nur die Banker und die Finanzplätze erwähnen. Aber sollen die Good Boys sein? Oh nein, nicht die Good Boys, aber einfach ihre Aussage. Aber wir sind sicher nicht die Schlechteste, also gemäß anderen unabhängigen Ranglisten. Aber schauen Sie mal, die Vintage von diesen Problemen. Wenn wir heute ein Settlement machen von Sachen, die in 2004 und 2007 passiert sind, bitte, lesen Sie mal, wann das passiert ist. Und wenn ich, also sicher nicht ich in 10 Jahren, aber wenn mein Nachfolger muss das Gleiche sagen, ich muss Probleme lösen von 2015 und 2016 und 2017, dann haben wir ein Problem. Aber ich sage Ihnen, die Tatsache, wir arbeiten mit Menschen, die gleichen Menschen machen Fehler oder sind Kriminellen oder sind nicht fähig zu regulieren und zu akzeptieren, wie in viele andere Bereiche. Was wir machen, ist, wir versuchen so viel wie möglich, das schnell zu entdecken, sodass wir die Reputation schaden
und die finanzielle Kosten schützen und unsere Kundschaft schützen können. Aber Kriminalität und dumme Köpfe kann man nicht von der Society eliminieren. Okay? Weil das ist gleich in alle Bereiche so. Da ist eine und da ist eine. Gleich dann den Mittelgang bitte. Und dann... Nein. Weiter hinten. Entschuldigung. Ja, und dann gleich der Herr, der neben Ihnen sitzt. Ja, genau. Herr Motti, Ihre Forderung nach mehr Zusammenarbeit der Banken im Bereich Backbone ist ja nicht ganz neu. Die haben Sie schon vor längerer Zeit geäußert. Es wurde auch gerade eben erwähnt, mit der SIX ist ja eigentlich eine sehr gute Infrastruktur in der Schweiz grundsätzlich mal da, hinsichtlich der Eigentümerstruktur. Die Großbanken haben einen großen Anteil in der SIX und trotzdem ist es bis jetzt noch nicht gelungen, da was in Gang zu setzen. Was würden Sie Ihren Kollegen sagen, warum Sie auf diesen Zug mit aufspringen sollen? Und zweitens, Sie fordern schnellere Entscheidungen, schnellere Umstrukturierung, schnellere Anpassungen an die Trends. Ist das nicht ein Beispiel, wo die Banken selber dieses hätten zeigen können und es bis jetzt noch nicht geschafft haben? Ja, innerhalb der SIX, lassen Sie bitte das Mikrofon, weil die zweite Frage ist nicht klar für mich. Zusammenarbeit mit SIX und anderen, bei der SIX, es gibt 154 Aktionäre. Okay? Wir sind die Großbanken und andere Banken, nicht nur die Großbanken, versuchen in eine Richtung zu gehen, die das Beste rausbringt für alle. Also wir sind nicht investiert in der SIX, weil wir eine Dividende kriegen von der SIX. Okay? Wir wollen dort die beste Dienstleistungen haben, die für uns und für unsere Kundschaft zur Verfügung stehen. So, wir versuchen, diese Elemente durchzuführen. Und ich denke, die neue Führung bei der SIX in den letzten 4-5 Jahren hat sehr viel gemacht, um das in diese Richtung zu gehen. Und ich erwarte in den nächsten Jahren noch eine viel bessere Zusammenarbeit, aber es braucht Zeit, weil es gibt Konflikte zwischen Banken, es gibt wie in alles. Also wir versuchen, unseres Besten zu machen. Und die zweite Frage war nicht klar. Der zweite Teil ging genau in die Richtung. Sie hatten ja anfangs oder in Ihren Ausführungen auch gesagt, dass aufgrund der schnelleren Veränderungen müssen auch die Banken schneller in den Entscheidungen werden. Und das ist das nicht einer der Fälle, wo Sie mit Ihren Kollegen zusammen schneller zu Entscheidungen kommen müssten, vielleicht auch nicht immer die Perfect Solution im ganzen Abwicklung, sondern nur kleine Teile anfangen umzusetzen, aber dafür eben schneller? Weil wenn Sie in 10 Jahren soweit sind, dann sind Ihre Competitors vielleicht auch schon weiter. Also ich kann nicht die Leute forcieren. Ich meine, wir versuchen, unseres Besseres zu machen. Und ich glaube und ich sehe übrigens, das ist nicht unrealistisch, weil ich sehe ein Momentum. Es gibt in kleinere Bereiche in der Schweiz und international, die Banken fangen an, zusammenzuarbeiten auf viele Themen. Und Cybercriminality, Anti-Money-Laundering im Bereich im Zahlungsverkehr, wir sind dran, slowly but surely, das zu erreichen. Okay, ist das gut genug? Vielleicht nicht, aber in der Schweiz, wenn wir nur in der Schweiz schauen, wir sollten schon schaffen, dass wir eine Infrastruktur für alle in der Schweiz tätige Banken zur Verfügung zu stellen. Und das, wissen Sie, viele Leute haben immer das Gefühl, erstens, Banken sind von Menschen getrieben. Und nicht viele Leute sind so bereit, die eigene Zukunft in Frage zu stellen. Also, Turkey don't vote for Christmas. Noch schnell eine Stimme von den Startups dazu. Wer hat noch Fragen, melden Sie sich, ich sehe Sie dann. Bitte schön. Da muss ich Herrn Amorti zustimmen in Sachen bessere Zusammenarbeit. Also man sieht in den letzten Monaten, vielleicht im letzten Jahr, dass sich tatsächlich am Finanzplatz was bewegt. Twint ist ein sehr gutes Beispiel. Da hat es insbesondere die UBS geschafft, mit anderen Playern zusammenzuarbeiten. Die Frage ist, ob das international so viel Sinn macht, wenn man das vergleicht mit Apple Pay, Samsung Pay. Aber zumindest für die Schweiz hat es eine Lösung gegeben, wo man zeigt, hey, wir können zusammenarbeiten. Und das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Ja, unseres Beispiel in diesem Zusammenhang, ja, weil, wenn Sie schauen, Ricardo.ca hat geschaffen, eBay, eine Schweizer Lösung hat geschafft, die große Spieler Marktanteil kleiner zu machen. So, wir haben, wenn wir schnell agieren, wir haben doch eine Chance, in der Schweiz Know-how und Profitabilität zu behalten, zugunsten allen. Weil schlussendlich, wenn wir mehr Geld machen in der Schweiz, bezahlen wir auch Steuern in der Schweiz. Wenn wir lassen, dass die Apple Pay und alle anderen diese Leute Geld machen, sie wissen ganz genau, wo die Steuern bezahlen.
Nicht in der Schweiz sicher. Da, wo noch? Da. Und Sie. Ich finde die Diskussion sehr aufschlussreich und interessant. Ein Thema habe ich allerdings vermisst, und das ist Thema IT-Security. Ich war gestern an einer Tagung vor der Bosshardt und Partner Unternehmensberatungsgesellschaft, und da wurden vier Aspekte diskutiert. Ich will sie kurz erwähnen. Das eine war ein Referat von einem Unternehmensberater, der sich mit den neuen EU-Richtlinien befasst, die ab Mai von dem Jahr gültig sein werden. Und seine Einschätzung war, dass nur ca. 50% der Firmen überhaupt realisiert haben, worum es hier geht. Es ist umfangreich, was die EU verlangt. Und es gibt auch drakonische Strafen. 2-4% vom Umsatz werden verlangt als Strafe, wenn jemand gegen das verstoßen sollte. Das zweite war ein Microsoft-Vertreter, der hat gesagt... Würden Sie vielleicht Ihre Frage formulieren? Vielleicht Stellungnahme dazu, weil das ist auch Trend, also das geht in Richtung mehr Regulierung, sehe ich da so. Mit der IT-Security wird, mit den Maßnahmen, die teuer und aufwendig sind, wird eigentlich kein Kundennutzen erschaffen. Es entstehen aber erhebliche Aufwände, und viele Firmen befassen sich, wissen nichts davon. Ja, wie weiter? Ist das jetzt ein Muss, das wir über uns ergehen lassen müssen, oder haben wir überhaupt Spielraum? Ist das jetzt mal bessere Kundenservice im Sinne Sicherheit, oder haben wir da mehr Profilierungsmöglichkeit oder was auch immer? Also, Einstellung zu Cybersecurity und Regulierung, die Kosten verursacht. Also, ganz kurz. Nein, ich meine, klar, Sie haben Cyber Risk ist heute einer der größten Risiken, nicht nur für Banken, aber sicher auch für Banken. Wir investieren sehr viel. Über Cyber Risk, man soll nicht viel reden. Man muss schaffen über Cyber Risks, weil es gibt Kriminalität, es gibt politische Kriminalität im Cyberbereich, und es gibt Leute, die einfach nur zeigen wollen, dass die klüger sind. Okay? Und also wir müssen aufpassen, wie wir das. Aber was wichtig ist, das ist auch, wie ich habe vorher erwähnt, die Digitalstraßen und digitale Approach, die Zukunftsstraßen sind, und Infrastrukturen, die Verkehrsstrukturen sind für die Zukunft. Ist gleich zu sagen wie in der Verteidigung, in der Armee. Also Cyber bedeutet, ist wie heute unsere Armee. Und es ist auch gut, dass unser Bundesrat hat entschieden, durch das militärische Departement die Cyber-Aspekte zu schützen. Weil da gibt es einen Schutz der Schweiz. Keine Firma allein kann selber sich schützen. Wir brauchen dort ein sehr großes Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatsektor, und innerhalb von der Privatsektor, wenn jemand attackiert ist, muss kein Stigma kommen. Heute ist noch ein Stigma. Wenn jemand eine Cyberattacke hat, hat ein Stigma. Und wir müssen schauen, dass wir wegkommen von diesem System, weil das ist sicher nicht hilfreich, um die Risiken von diesen Risiken zu schützen. Sie noch kurz, was Ihre Startup-Branche dazu zu bringen hat. Und dann habe ich noch zwei letzte Fragen, auch wieder mitgegangen, die ich gleich zusammennehme. Also Cybersecurity. Genau. Eben die beiden Fragen im Mittelgang danach. Cybersecurity ist aus meiner Sicht das Thema für die nächsten Jahrzehnte. Einfach weil unsere Welt immer digitalisierter wird, müssen wir lernen, nicht nur mit analogen Risiken umzugehen, sondern insbesondere mit digitalen. Das heißt, alles, was wir in Zukunft tun werden in der digitalen Welt, unterfällt sozusagen diesem Thema Cybersecurity. Und das ist insbesondere schwierig, weil es da extrem wenig Experten im Moment gibt. Also das sind Menschen, die haben sich das selbst beigebracht, das haben sie in einem Startup gelernt. Das kann man heute weder studieren noch sonst irgendwo lernen. Der Bund sucht händeringend nach Mitarbeitern in dem Bereich. Die wenigen, die es gibt, werden von den großen Konzernen weggekauft für sehr, sehr viel Geld. Das kann sich der Bund nicht leisten. Wäre dann die Idee. Und deswegen, da
haben wir unglaublich viel Aufholbedarf. Die Schweiz wäre natürlich ein perfektes Land für Cybersecurity, um das als USP, als Alleinstellungsmerkmal zu nehmen, weil wir dafür traditionell stehen. Aber es passiert noch sehr wenig. Also auch gerade, wenn ich sehe, was beim Bund passiert, in den großen Unternehmen jetzt mit GDPR, das ist ein Riesenthema. Da sind die allerwenigsten Unternehmen darauf vorbereitet und der Bund auch. Und Vorbild. Ja, ja, absolut. Also kleines Land, gleiche Sache. Wir müssen nichts Neues machen. Ja. Ist schon gemacht. Ja. Wir müssen einfach kopieren auch einmal. Also jetzt drei Fragen zusammen. Der Herr und der Herr da hinten. Kurze Fragen, dann nehme ich sie gleich zusammen. Ich habe nur die Hoffnung, dass die Infrastruktur erhalten bleibt. Sonst haben auch die Banken die Möglichkeit zu wechseln, wo es besser ist. Oder? Das ist das Problem, dass die Infrastruktur erhalten bleibt, wie sie ist. Ja. Sie? Na, Sie hatten sich und dann da hinten noch. Ja. Ja, ich bin Kunde seit 16 Jahren in verschiedenen Banken, die arbeiten über Internet. Ich habe auch recht viel Trade gemacht. Und meine Erfahrung ist, dass nach einigen Jahren macht die eine Krise von den Systemen. Und die Ursache ist normalerweise, dass es ist nicht genug sehr smarte, intelligente Leute, die Betriebsleute für die Systeme. Und das ist, nach meinem Bruder, er arbeitet mit großen Systemen zur Verbindung von Großunternehmen seit 20 Jahren. Er sagt, die Flaschenhals ist immer die sehr intelligente, sehr kreative Typen, die können alle diese Probleme lösen. Wie machen Sie das so lösen hier? Mit Sie, Leuten. Mhm. Das heißt, Sie sagen, es braucht mehr kreative Leute, die das Probleme lösen. Sie hatten ja von der Bildung gesprochen. Jetzt noch die letzte Frage und dann nehmen wir gleich alle zusammen. Herr Motti, Sie wollen ja noch ein paar Jahre CEO der UBS bleiben. Mich würde interessieren, was denn noch Ihre Vision für die Bank ist, einfach für die nächsten Jahre auch als